Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich muss gerade lachen, sorry. Meine Freundin ist gerade da. Heute besuchen wir nämlich eine Freundin gemeinsam, die total lieb ist. Sie ist schwanger. Dafür habe ich ein bisschen was gekauft, zeige ich euch später. Und ich habe gerade ein Eichhörnchen für sie zurecht gemacht, denn sie liebt Eichhörnchen genauso wie ich. Allerdings gibt es sie nicht mehr zu kaufen bei Leonardo. Deshalb schenke ich ihr eins von mir. Ich habe ja noch ein paar. Ich habe dem Eichhörnchen jetzt hier mal so ein Nest gemacht. Na, andere Geschenke bereite ich jetzt gleich vor und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Einfach so, damit ihr ein bisschen vom Alltag abschalten könnt, könnt ihr jetzt mit dabei sein. Wir kochen jetzt auch gleich eine Runde. Kochen ist völlig übertrieben. Ich bereite jetzt gleich was Schnelles zum Mittagessen vor, eben auch als Inspiration für euch. Haushalt ist soweit auch gemacht und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's. So, ich habe jetzt hier das Mittagessen vorbereitet. Es gibt was ganz, ganz Schnelles. Ich zeige es euch gleich. Überleg, ob ich den Kürbis vorher noch ein bisschen kochen soll, ob ich den mitverwende. Muss mal gucken. Wir haben es nämlich eilig. So, Max hat schnell für mich noch eingekauft. Und ich starte jetzt mal und gebe euch den Tipp gerne weiter, wenn ihr was Leckeres, aber schnell zaubern möchtet. Das war gerade kein Deutsch, ne? Also ich muss mich beeilen. Max macht hier gerade seinen eigenen und schaut die ganze Zeit bei der Mama ab. Tada! So wie der Liam sagen würde, aber ich habe kein Ei. Eigentlich müsste man das jetzt noch mit Ei bestreichen. Max, gehst du nochmal einkaufen? Nee. Das ist kein Bock, ne? So, wir lassen es uns dann jetzt gleich schmecken. Vielleicht war das ja eine kleine Idee für euch. Max, was machst du da? Bastelst du oder? Du bastelst. Pizza. Tschüssi! So, auf geht's in den Ofen, den dürfte ich auch mal wieder sauber machen und das müssen wir auch mal neu einstellen. Unser Strom war nämlich weg und deshalb läuft das falsch. Lecker war's, ihr habt's gesehen, ging total schnell. Ich habe mich jetzt auch schon mal umgezogen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich hier diesen schönen Cardigan tragen werde oder ob ich einen Pulli über das Kleid anziehe. Ja, und die Birkenstock lasse ich auf jeden Fall an. Natürlich nicht. Küche räume ich jetzt in der Zwischenzeit noch auf. Und euch blende ich jetzt mal ein, was ich heute Morgen für die Annalisa vorbereitet habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Bei der Annalisa wahrscheinlich oder mal schauen, was halt jetzt noch so passiert. Das hat der Liam gebastelt. Der Igel hier im Blätterhaufen und das Eichhörnchen hier auf dem Baum. Ich liebe Eichhörnchen. Das sieht man ja auch hier, ne? Aber das wisst ihr ja von mir. Ich mache jetzt hier ein kleines Geschenk fertig. Und zwar habe ich ein bisschen was gekauft. Hier was Süßes für die beiden Mädchen von meiner Freundin. Und sie ist ja schwanger. Deshalb hier was für die Mamahaut. Dann diese Mulltücher hier. Das hatte ich euch erzählt. Die habe ich bei Action gekauft. Ich finde die so schön. Einfach auf die Wickelauflage drauflegen, damit man den Bezug von der Wickelauflage nicht ständig waschen muss. Einfach so ein Tuch drauflegen, Baby drauf und falls es dann eben schmutzig wird, kann man das ja sofort in die Waschmaschine packen. Dann habe ich ihr bei DM noch das hier gekauft. Und wie gesagt, das packe ich jetzt schön ein. Ich habe ihr noch zwei Bodies gekauft und was Süßes zum Anziehen. Ach, ich sag's euch, in diesem Babyladen, ich war voll in Love, weil ich endlich mal Mädchensachen kaufen konnte. So, und mit einer Hand ist das jetzt hier gerade ein bisschen schwierig. Ich kann euch die anderen Sachen auch dann später gerne noch zeigen. Ich habe die aber schon im Auto. Jetzt packe ich das aber erstmal fertig ein.
Okay, Leute, ich check's gerade nicht. Da war zwar dieses Teil dabei und hier steht Drop On. Also irgendwie muss man das doch dann so rubbeln. Keine Ahnung, aber wie rum? Das ist doch total bescheuert. Warum kriege ich das jetzt nicht hin? Okay, das kann ich hier abmachen, aber wie muss ich das jetzt machen? Muss ich das jetzt hier so hinlegen? Boah, ich habe jetzt keine Bocke, den Karton hier zu versauen. Ich probiere es einfach mal. Boah, drückt mir die Daumen. Ich mach's mal hier. Meint ihr, das funktioniert jetzt? Hilfe! Wenn ich jetzt den Karton versaue, habe ich ein Problem. Ich habe nämlich keinen mehr. Geht das? Nein, 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 es geht nicht. Es geht nicht, Leute. Es geht einfach nicht. Wie funktionieren denn diese Teile? Oder muss ich das fester machen? Okay, wahrscheinlich muss ich das ein bisschen fester machen, oder was? Ah, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht gut sein, sowas. Oh, Mann. Mist. Vor allen Dingen, ich habe gedacht, das wären ganz normale Aufkleber. Naja, ich habe noch ein paar andere Sticker. Da muss ich jetzt gucken, dass ich da was draufklebe. Mein Gott, jetzt habe ich mir meinen Karton versaut. Mist. So, ich habe jetzt die Aufkleber hergeholt. Passen natürlich gar nicht zu einem Baby. Das ist der einzige, den ich dazu jetzt passend finde, damit ich das hier überdecken kann. Ich werde sie erklären. Vor allen Dingen finde ich, passt es farblich auch zu den kleinen Entchen hier. So. Okay, also ich mache das jetzt hier mal alles fertig und dann sehen wir uns später wieder. Jawohl, und die, was mache ich jetzt damit? Mein Gott, was ein Scheiß. Also wirklich, das ist doch nix. Oder ich mache es halt komplett falsch. Das kann natürlich auch sein. Aber hier ist auch keine Anleitung. Da ist keine Anleitung. Naja, wahrscheinlich bin ich einfach zu doof dafür. Sind fast fertig. Bis hier alles ins Auto kommt, ne? Hast einen halben Hausstand dabei. Mit Kind ist klar. Ich wollte euch ja noch ganz kurz die Bodies zeigen, die ich gekauft habe. Oh mein Gott, schaut mal, wie klein die sind. Habe ich bei DM gekauft. Sind die nicht süß? Die werde ich noch in diesen süßen kleinen Karton packen. Hier ist noch das andere Geschenk, das ich gekauft habe. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, denn wir haben eine weite Fahrt vor uns. Na Liam wird jetzt seinen Mittagsschlaf machen und dann sehen wir uns später. So machen wir es. Ups. Alles klar. Also, bis gleich. Bis gleich. Meine Lieben, jawohl, der Vlog geht weiter. Wartet mal, ich hole euch noch ein Stück dran, sonst seht ihr den Fernseher hier im Hintergrund. Und das mag ich gar nicht, jetzt habe ich es verraten. Jedenfalls war es richtig schön bei meiner Freundin Annalisa gestern. Ich habe nicht weiter gevloggt, weil es dann natürlich so ist, dass wir zum einen meistens wenig Zeit haben und dann die ganze Zeit gequatscht wird und es sehr, sehr privat natürlich alles ist. Und da bleibt die Kamera aus. Es war aber wirklich sehr, sehr schön. Sie hat was Leckeres zubereitet zu essen. Sie hat sich auch riesig über die Geschenke gefreut. Die Kinder haben total schön miteinander gespielt. Der Liam war total begeistert von der Puppe der Mädels. Ich weiß nicht, wie die Puppe heißt, die Marke. Ich kenne mich da ja nicht so gut aus, aber ich habe tatsächlich überlegt, ihm eine zum Geburtstag zu kaufen. Mit Schnuller war das. Dann hatte er so einen Puppenwagen, also richtig goldig. Ponyhof hat er auch sehr, sehr schön zusammen mit der Valentina gespielt. Also es hat wirklich gepasst. Natürlich ist es für Kinder so, dass wenn sie neues Spielzeug sehen oder andere Kinder, das natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise sehr interessant ist. Und deshalb hat das alles wirklich insgesamt total gepasst. Ihr Mann ist ja Jäger, der kam dann und hat ganz viel frische Wurst dabei gehabt, die er gerade irgendwie beim Metzger, keine Ahnung, ne? Ich bin da raus. Auf jeden Fall bin ich nie so, dass ich jemanden angehe, nur weil er Fleisch isst. Also ich als Vegetarier fand es natürlich vom Geruch, es war schon sehr grenzwertig, aber ich sag da nichts. Ich bin auch nicht negativ oder bin böse, gar nicht. Ne? Also die haben mich dann eigentlich die meiste Zeit veräppelt, mich gefragt, ob ich nicht auch ein Stückchen Wurst haben möchte. Der Liam hat sie probiert,
Und das hat auch gepasst. Ich mag ihren Mann auch sehr, sehr gerne. Wir haben uns auch weiter unterhalten und sind dann letztendlich, ich glaube, um kurz nach 6 wieder nach Hause gefahren. Und wie gesagt, deswegen konnte ich nicht weiter vloggen. Also sorry dafür. Ich habe jetzt im Anschluss aber noch ein paar Sequenzen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar war ich zu einem Workshop nach Berlin eingeladen. Von Wüsthof. Das ist keine bezahlte Werbung, keine Sorge. Ich möchte es euch aber sehr, sehr gerne zeigen, weil ich auch da einen Vlog begonnen habe. Ich habe mich dann im Anschluss nach dem Workshop mit der Amelie getroffen. Die kennt ihr ja auch alle. Die hat in der Zwischenzeit, als ich beim Workshop war, auf den Liam aufgepasst. Das hat alles super gut geklappt. Die haben sich die Tiere da in dem Bikini Berlin angeschaut. Also da war so ein großes Schaufenster. Und der Workshop, der ging 2 Stunden. Es war sehr, sehr interessant. Aber auch da habe ich dann danach darauf verzichtet, die Kamera rauszuholen. Denn ich hatte ja auch meine 2 anderen Kinder dabei. Also ich hatte insgesamt 3 Kinder dabei. Bin 1000 Kilometer gefahren, hin und zurück. Und wir haben dort übernachtet, um eben auch eine schöne Zeit in Berlin zu haben. Und manchmal vergisst man das dann auch, die Kamera einzuschalten, beziehungsweise man genießt die Momente, ich saug das dann auf und allein diese Fahrt und dieses ganze Organisieren außenrum, das ist natürlich auch total anstrengend für Außenstehende. Sieht es immer so aus, als wäre das so mal so gemacht, ne? Fährst du dahin, aber letztendlich muss ich natürlich auch schauen, dass es hier läuft, ja, also was Kühlschrank, Wäsche und das ganze Organisatorische betrifft. Also meine Jungs würden es schon auch hinbekommen, aber das ist so die Anforderung an mich selbst, die ich eben habe. Ja, ich würde euch jetzt ein paar Sequenzen einspielen von dieser neuen Messerserie, die sich Amici nennt. Ich glaube, ich erzähle es auch im Intro, also nicht, dass ich jetzt hier alles doppelt und dreifach erzähle. Einfach als Inspiration für euch. Wüsthof hat mir tatsächlich auch einen Rabattcode für euch gewährt. Schaut euch das sehr, sehr gerne an. Ich weiß, dass die Messer sehr preisintensiv sind, gibt es dieses Wort. Also die sind nicht günstig, aber sowas schafft man sich, denke ich, einmal an und hat es dann wirklich sein Leben lang. Und vor allen Dingen hat man ganz viel Freude damit, weil das ein sehr, sehr hochwertiges Produkt ist. Für mich natürlich sehr, sehr ansprechend. Mein Herz hängt da auch mit drinne. Denn die Griffe werden ja aus den Olivenbäumen hergestellt, die in Kalabrien wachsen. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ja, ich war sehr, sehr begeistert, als ich dort war und auch die Chefin kennenlernen durfte, die Viola. Sehr, sehr nett, die Frau. Und ich habe mir auch vorgenommen, einmal nach Solingen zu fahren, um mir das Ganze mal anzuschauen. Ich habe mich quasi selbst eingeladen, sind wir mal ehrlich. Die denken sich wahrscheinlich auch, hey, bleib zu Hause, du nervst. Leb. Sache, die du verbessern kannst, du fängst quasi hier an zu schleifen, am besten wirklich. Ah, okay. Wo der Kopf. Hier? Ja, wo der Bart eigentlich. Ich hatte Angst, dass ich es kaputt mache. Also hier. Genau, genau da. Jetzt war gerade der kleine Liam da. Also, jetzt habe ich euch wahrscheinlich schon alles erzählt, was vielleicht jetzt im Anschluss nochmal kommen wird. Ich will es auch nicht doppelt und dreifach erzählen, aber ich bin total begeistert. Falls der Rabattcode noch gültig ist, ich weiß es nicht genau, würde ich ihn euch unten in die Infobox reinsetzen. Es ist ja auch bald Weihnachten, vielleicht wollt ihr euch was Schönes für die Küche gönnen, damit man eben Spaß hat, etwas zuzubereiten, denn es gibt nichts Schlimmeres als schlechtes Werkzeug, sage ich immer dazu. Vor allen Dingen im Haushalt ist es sehr, sehr wichtig, dass man ja, Spaß daran hat, etwas zu kochen zum Beispiel und dann aber die richtigen Utensilien dafür hat. Ich spreche schon wieder ganz viel mit den Händen, weil es eben ums Thema Italien auch geht. Ihr wisst, ich kleine Italienerin. Ich schicke euch jetzt die Sequenzen raus und dann ja, sehen wir uns im Anschluss nochmal wieder. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin in Berlin. Für mich geht es jetzt gleich zu einem Workshop. Und zwar hier mit Wüsthof. Die haben nämlich eine neue Messerserie gelauncht. Hier passend dazu der Olivenbaum, denn der Griff wird aus dem Holz
der Olivenbäume aus Kalabrien hergestellt. Und dazu nehme ich euch jetzt eine kleine Runde mit. Ich hoffe, ihr freut euch. Vielleicht ist es ja eine kleine Inspiration. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich jetzt erwartet. Und ich würde sagen, auf geht's! Das merkt man richtig, dass diese Doppelwelle richtig gut greift. Man hat das ja auch, dass man dann so recht von Messer auf Boden irgendwie abrutscht. Dann hat auch so harte Mauern. Ich drücke hier gerade gar nichts runter. Ne? Das ist das Messer. Meine Lieben, ich würde mich jetzt hier an dieser Stelle von euch verabschieden. Es passiert nicht mehr viel. Ich habe gerade einen DM-Haul abgedreht und habe mir gedacht, okay, es ist ganz passend, dass ich jetzt noch was für den Vlog für euch eben sage. Hier gibt es auch eine Verlosung auf Instagram. Hier, die Produkte gibt es jetzt ganz, ganz neu bei DM. Das habe ich euch alles gezeigt, was ich gekauft habe. Falls ihr mal Lust habt, bei Instagram vorbeizuschauen, macht das sehr, sehr gerne. Auch das schreibe ich euch unten in die Infobox. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!